Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. An einem Donnerstag. Unüblich. Sonst sind wir ja Freitag, Sonntag und in den Wintermonaten auch dienstags immer mit Videos unterwegs. Aber diese Veranstaltung, die wir hier aufzeichnen wollten, die Babelsberger Sternennächte, die finden traditionell an einem Donnerstag statt. In diesem Jahr, in dem so vieles anders ist, konnten sie natürlich jetzt nicht stattfinden. Und deshalb dachten wir, wir könnten doch die ursprünglich geplanten Vorträge aufzeichnen mit den Referenten und dann an diesem eigentlich geplanten traditionellen Tag veröffentlichen. Dann haben darüber hinaus sogar noch mehrere Leute einen Nutzen davon und endlich mal was Positives aus dieser verrückten Zeit. Aufgezeichnet wurde im Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Und Referent wird sein Axel Schwope, den kennen ja viele von Ihnen schon. Der hat schon, ich glaube, 4 Videos bei uns auf dem Kanal. Er ist so unser Mann fürs Grobe, wenn man so will. Also wenn es um harte Strahlung geht, um Gammastrahlung, um Röntgenstrahlung, dann ist er der ausgewiesene Fachmann. Er ist auch Leiter dieser Arbeitsgruppe in Potsdam. Und natürlich haben wir jetzt mit E-Rosita ein ganz heißes Eisen im Feuer da im Augenblick in diesem Wellenlängenbereich. Da war ja auch schon mein Vortrag vom Axel dazu. Und jetzt sind die ein Jahr da draußen im All. Und da gibt es natürlich schon mal einen Statusbericht, ein Update. Das ist sehr spannend, wie ich meine. Und der Vortrag heißt dann auch entsprechend das neue Bild des Röntgenhimmels, E-Rosita, ein Jahr im All. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass ich Ihnen heute diesen Vortrag halten kann zum neuen Bild des Röntgenhimmels anlässlich der Tatsache, dass der Satellit Spektrumröntgen Gamma mit dem Instrument E-Rosita an Bord jetzt schon über ein Jahr im All stationiert ist und Daten aufnimmt. Und ich denke, es ist an der Zeit, nachdem ich Ihnen vor gut anderthalb Jahren auf diesem Kanal schon mal berichtet habe, was wir eigentlich vorhaben mit E-Rosita, nun mal einen ersten Eindruck davon zu geben, was wir denn eigentlich bislang so erreicht haben. Aber schon bei dem Titel stelle ich mir vor, es stellen sich Fragen über Fragen. Ja, gibt's denn nicht nur einen Himmel? Was ist denn bitte schön ein Röntgenhimmel? Wie sah eigentlich das alte Bild des Röntgenhimmels aus? Und was war gleich nochmal? E-Rosita? Und was soll das alles? Warum machen wir das? Fangen wir vielleicht hinten an. Wir machen das, weil wir eine Inventur des Universums im Röntgenlicht machen wollen. Inventur heißt, wir wollen wirklich mal nachzählen, was da alles ist. Und jetzt zur ersten Frage. Ja, gibt es denn nicht nur einen Himmel? Was ist denn bitte schön ein Röntgenhimmel? Es gibt natürlich nur einen Himmel, aber setzen Sie sich eine coole Brille auf. Ich hoffe, die ist jetzt einfach mal cool genug. Und schon sieht die Welt anders aus. Und so ist es auch, wenn Sie sich die Röntgenbrille aufsetzen und sich den Himmel, das Universum, mit einem Röntgenteleskop anschauen. Röntgenstrahlung? Das ist für uns Physiker und Astrophysiker eigentlich nichts anderes als Licht, nur ein bisschen anders. Unsere Augen können Licht, elektromagnetische Strahlung empfangen in einem gewissen Farbbereich von 400 bis 700 Nanometer Wellenlänge. Wenn die Wellen kürzer werden, nennen wir das Ultraviolettstrahlung, wir sehen das nicht mehr. Und wenn sie noch kürzer werden, etwa ein Faktor 1000 mal kleiner als das, was unsere Augen sehen, dann nennen wir das Ganze Röntgenstrahlung. Und Sie wissen selber, Röntgenstrahlung ist durchdringend. Während das, was unsere Augen sehen, von unseren Körpern und Oberflächen reflektiert wird, könnte Röntgenstrahlung da eventuell durchdringen. Von Ihrer Arztpraxis selber wissen Sie auch, Hochspannung, Vorsicht, Lebensgefahr. Es bedarf viel Energie, um Röntgenstrahlung zu erzeugen. Wenn wir uns also das Universum anschauen im Röntgenlicht, dann entdecken wir das energiereiche Universum. Und das sieht dann tatsächlich etwas anders aus, als das, was wir mit unseren Augen und normalen Teleskopen, die überall auf der Welt rumstehen, so entdecken können.
Röntgenastronomie zu betreiben ist nicht ganz einfach. Es ist ein Kind des Raumfahrtzeitalters. Auf dieser Grafik ist mal aufgetragen, wo Strahlung, die aus dem Weltraum kommt, überhaupt zu uns durchdringt. Wo meint, in welchem Bereich des elektromagnetischen Spektrums. Und das reicht hier auf dieser Skala von den Radio- und Mikrowellen über Infrarot, über den visuellen Bereich. Visuell heißt das, was wir sehen können, zur Ultraviolett- und Röntgenstrahlung, Gammastrahlung. Und das, diese Balken, diese farbigen Balken zeigen an, wo die entsprechende Strahlung, in welcher Höhe sie verschluckt wird oder eben auch nicht. Und da sehen wir, da haben wir zwei große Beobachtungsfenster, für die wir Astronomie auf der Erde betreiben können. Das ist eben der Radiobereich. Sie kennen die großen Radioschüsseln, mit denen man Radiostrahlung aus dem Weltall auffangen kann. Und dann haben wir halt diesen relativ kleinen optischen und nahen Infrarotbereich, wo eben unsere normalen Teleskope arbeiten. Aber dann haben wir diesen Bereich der Millimeterastronomie, insbesondere den Ultraviolettbereich, Stichwort Ozonloch. Wenn das Ozonloch zu groß ist, kommt die Ultraviolettstrahlung durch. Und den Röntgenbereich, der eben in einer Höhe von etlichen 10 oder sogar 100 Kilometern schon von den dünnen Schichten der Atmosphäre verschluckt wird. Man muss also in eine größere Höhe gehen, um überhaupt Röntgenstrahlung aus dem Weltall entdecken zu können. Dass die Entdeckung überhaupt, dass es Röntgenstrahlung von anderen Objekten als unsere Sonne gibt, das ist ein Kind der Geschichte, die mit der Landung auf dem Mond zusammenhängt. Aber als man das entdeckt hatte, dann war man doch sehr interessiert, was ist dort oben überhaupt los. Und man machte immer sozusagen Inventuren, und zwar empfindlicher und empfindlicher werdend. Hier sehen Sie eine erste Himmelskarte mit 339 Röntgenquellen, die stammt aus dem Jahr 1978. Und wenn ich Ihnen solche Atlasbilder zeige des Himmels, dann müssen wir sozusagen immer im Hinterkopf behalten, man muss ja irgendwie sich eine Grundebene machen. Ja, Sie kennen sowas aus Ihrem normalen Atlas. Da haben wir immer den Erdäquator in der Mitte. Hier am Himmel machen wir das so, wir wählen uns hier als Grundebene unsere eigene Milchstraße. Und dann haben wir eben diesen nördlichen Bereich und sozusagen den extragalaktischen Bereich und diesen südlichen extragalaktischen Bereich. Und wenn wir uns hier diesen ganzen Himmel einmal anschauen, dann blicken wir in die Richtung des Zentrums unserer Milchstraße. Und Sie sehen dort ganz besonders viele Sterne. Sie sehen auch, dass Licht von Sternen verschluckt wird durch Gas und Staub. Und Sie sehen hier mit bloßem Auge schon unsere Nachbargalaxien, die große und die kleine Magellanische Wolke, die man auch im Röntgenlicht tatsächlich entdecken kann. Jedenfalls hat man dort ein paar Röntgenquellen entdeckt. Und insbesondere in diesen ersten Durchmusterungen des Gesamthimmels sieht man besonders viele helle Quellen in Richtung des galaktischen Zentrums. Da liegt also nahe zu vermuten, dass das wirklich auch Objekte sind, die in unserer eigenen Milchstraße liegen. Dann ging die Geschichte weiter. Man war interessiert, mehr zu erfahren, wer emittiert Röntgenstrahlung. Ein paar Jahre später, 1984, hat man etwa 840 Röntgenquellen. Und wenn ich sage Röntgenquellen, kann man gleich die Frage stellen, was ist das denn eigentlich? Ich sagte ja, wir entdecken das energiereiche Universum. Und was wir mit Röntgenstrahlung also hier entdecken und wo wir eine Inventur machen wollen, dann auch mit Erosita, sind die Zentren von Galaxien, in denen supermassereiche schwere Löcher, schwarze Löcher, beheimatet sind. Das ist hier mit diesem englischen Kunstwort AGN, Active Galactic Nucleus, bezeichnet. Dann sehen wir Supernova-Überreste, also Reste von Sternexplosionen. Wir sehen hier in Grün, das sind Doppelsterne, wo ein Stern einen anderen verschlingt und die Materie, die da ausgetauscht wird, die führt schließlich dazu, dass es so heiß wird, dass man diese Objekte im Röntgenlicht sehen kann. Und dann sehen wir Cluster, Galaxienhaufen. Das ist das große Thema für Erosita, auf das ich noch kurz weiter unten eingehen werde. Und dann sieht man auch viele normale Sterne, so wie unsere Sonne. Das ist hier mit dem Wörtchen Stellar Coronal. Das sind die weißen Punkte, von denen es hier nicht so viele gibt, weil Sterne doch relativ schwache Röntgenquellen sind. Aber das sind die vier wesentlichen Tiere im Hochenergie-Zoo, denen wir nachspüren wollen. Es sind die supermassereichen schwarzen Löcher, Quasare, AGNs, alles synonyme Begriffe, die Galaxienhaufen, die Normalsterne
und dann schließlich diese kannibalen Sterne, wo ein Stern den anderen verschlingt. Dann haben wir eine dritte Himmelskarte mit etwa 100.000 Röntgenquellen, von denen hier nur ein Bruchteil gezeichnet ist. Das stammt aus dem Jahr 1999. Mittlerweile haben wir hier ja etwa 100.000 Röntgenquellen. Das ist, wenn wir sehen, wir sind ja mittlerweile große Zahlen gewöhnt, der Gaia-Satellit, der seit ein paar Jahren den Himmel systematisch abtastet auf der Suche nach Sternen und Sternbewegungen, hat einen Katalog mit 1,7 Milliarden Objekten am Himmel verzeichnet. Demgegenüber sind natürlich sowas wie 100.000 Objekte immer noch relativ wenig. Und wenn man das dann unterteilt in die verschiedenen Klassen, dann bleiben oft nur eine Handvoll von Objekten übrig. Und hier ist man interessiert zu wissen, haben wir eigentlich das typische Objekt gefunden oder fehlt uns hier eigentlich irgendwas? Sehen wir hier nur die ganzen Exoten? Deswegen die Frage danach, was ist wirklich los? Lass uns eine möglichst vollständige Inventur machen des Röntgenhimmels. Das war die Motivation, die im Jahr 2006 Wissenschaftler aus Tübingen, aus Hamburg, aus Bamberg, hier aus Potsdam, unter Federführung des MPE, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, zusammengebracht hat, um das Projekt Erosita auf den Weg zu bringen. Damals sah Erosita im Jahr 2006 so aus. Es war einfach eine graue Tonne. Einige Jahre später sieht Erosita so aus. Ein Hightech-Instrument, das den Himmel durchsuchen soll nach neuen Röntgenquellen. Was sich hier dahinter verbirgt, da schauen wir gleich noch genauer hin. 13 Jahre zwischen diesem Designbildchen einer grauen Tonne bis zur Montage des fertigen Instruments auf dem Block DM3 auf der Spitze einer Proton-Rakete. Und von hier aus konnten wir die Bilder von Roskosmos verfolgen, wie die Rakete dann integriert wurde, wie es zum Rollout aus dem Hangar kam, wie die Rakete über den Raketenstartplatz Baikonur transportiert wurde, an die endgültige Plattform gebracht wurde, dann gleich von dieser Lafette aus aufgerichtet wurde, schließlich singulär dastand und eigentlich nur noch auf den Start im Juni 2019 warten sollte. Frohgemut machte sich dann auch eine große deutsche Delegation auf den Weg, um diesem Ereignis beizuwohnen. Ja, das sind hier die Menschen, die das Projekt wissenschaftlich vorbereitet haben, die es technologisch vorbereitet haben, die es gebaut haben. Wir waren hier etwa 40, 45 Leute aus Deutschland. Hier bauen wir uns noch vor der Rakete auf. Wir waren überrascht, wie nah man der Rakete kommen kann. Es war fast zum Anfassen keine 30 Meter, die uns von unserer Rakete trennten. Natürlich war sie zu dem Moment noch nicht betankt. Ansonsten, wenn sie betankt ist, dann darf da niemand mehr in der Nähe stehen. Als wir dann am nächsten Morgen noch frohgemuter eigentlich dann aufbrechen wollten, um den Start auch wirklich live zu verfolgen, mussten wir erfahren, dass an diesem Tag leider der Start wohl nicht erfolgen könne und ob er am nächsten Tag, wo wir noch Zeit hatten, erfolgen könne, müsse erst im Laufe des Tages entschieden werden. Und im Laufe des Tages wurde entschieden, dass das nichts würde. Was war passiert? Es war eine Batterie, eine Einmalbatterie, zu früh an einen Stromkreis angeschlossen worden, sodass sie entladen war zu dem Zeitpunkt, als man sie wahrscheinlich hätte benötigen müssen. Und das Risiko für die Mission war zu groß. Was also passierte war, man musste die Rakete wieder langlegen, man fuhr sie wieder zurück in den Hangar, um sie dann aber 3 Wochen später, dann mit kleinerer deutscher Beteiligung und einer kleineren deutschen Delegation, dann doch erfolgreich am 13. Juli des vergangenen Jahres 2019 ins All schießen zu können. Es war ein Bilderbuchstart in den blauen Himmel über der kasachischen Steppe. Jetzt ganz kurz, was wurde dort eigentlich gestartet? Was ist dieses Erosita? Zunächst mal, das Wörtchen ist so ein Kunstwort. Extended Röntgen Survey with an Imaging Telescope Array. Ach, was ist das? Also Röntgen Survey meint Röntgen Durchmusterung. Und das ist das Programm. Nicht wahr? Wir wollen den Himmel einmal durchmustern, eine Inventur machen. Und was ist dieses Imaging Telescope Array? Es sind hier 2 Bilder gezeigt. Einmal von vorne auf die Röntgenoptik. Da geht die Röntgenstrahlung rein und wird gebündelt.
und wird dann hinten in 7 einzelnen Teleskopen aufgefangen, in 7 einzelnen Kameras aufgefangen. Entschuldigung, es sind insgesamt 378 Röntgenspiegel, jedes ein einzelnes Röntgenteleskop sozusagen, die hier in 7 parallel ausgerichteten Teleskopmodulen angeordnet sind, eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Und ich habe Ihnen, ich habe die Freude und das Vergnügen, Ihnen hier ein solches Modell mitgebracht zu haben. Wir können uns das nochmal anschauen. Ja, das sind hier nur 3 von insgesamt 54 Spiegelschalen pro Teleskopmodul. Aber es verdeutlicht schon sehr schön, wie ein solches Teleskopmodul eigentlich aufgebaut ist. Was dann sozusagen dahinter passiert, ist das Folgende. Wollte man Röntgenstrahlung mit einem normalen Teleskop auffangen, wird Röntgenstrahlung einfach verschluckt. Aber wenn man Röntgenstrahlung unter sehr kleinem Winkel auf hochglatt polierte Oberflächen auftreffen lässt, dann werden Röntgenstrahlen reflektiert und werden sie gebündelt und können auf einen Detektor geleitet werden. Das sind diese 7 einzelnen Röntgen-CCD-Kameras. Und dann entsteht ein Bild des Röntgenhimmels. Und genau das ist das Prinzip, das man sich hier zunutze gemacht hat. Wohin wurde eigentlich Erosita auf dem Observatorium Spektrum Röntgen Gamma gestartet? Das ist hier veranschaulicht. Das ist eine russische Grafik, denn es ist ja ein deutsch-russisches Gemeinschaftsunternehmen, ja, das deutsche Erosita-Instrument reitet auf einer russischen Forschungsplattform und wurde von einer russischen Rakete ins All gestartet und wird auch von russischen Kollegen sozusagen navigiert in Zusammenarbeit mit den Kollegen am MPE in Garching. Hier ist also die Erde und wir sind etwa 1,5 Millionen Kilometer weggeflogen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennen kann auf dem Film, diese Skala hier. Das sind jeweils 1000 Kilometer. Also hier ist 1 Million Kilometer, 1,5 Millionen Kilometer. Dort ist ein mathematischer Punkt, der L2. Da ist ein Körper kräftefrei. Dort kann man also einen Satelliten mit sehr geringem Energieaufwand halten und ihn navigieren. Das dauerte etwa 3 Monate, bis wir dorthin geflogen sind. Und jetzt sind wir in eine solche sehr große elliptische Bahn eingeschwenkt, auf der wir nun die nächsten Jahre bleiben werden und den Himmel betrachten werden. Auf dem Weg zum L2 sind einige wichtige Dinge gemacht worden, nämlich erstmal die Inbetriebnahme. Funktioniert alles. Dann, ganz wichtig, ein Ereignis, First Light. Erstes Licht auf dem Teleskop. Was dann wirklich als First Light gezeigt wird, ist natürlich nicht das allererste Licht auf dem Teleskop, sondern man muss erstmal ausprobieren, ob die Kameras richtig funktionieren, sie richtig einstellen, die Spannung richtig einstellen und so weiter und so fort. Und dann wird das First Light Bild gemacht, das man dann auch gerne der Welt präsentiert. Dann natürlich ganz wichtig, Kalibrationsbeobachtungen. Eigentlich, wie gut ist das Instrument wirklich? Man hat es natürlich sehr intensiv im Labor untersucht, aber wie verhält es sich im Universum? Hat es den Start gut überstanden? Und all diese Dinge müssen ausgetestet werden. Und dann kommt eine Phase, da habe ich keine gute deutsche Übersetzung, das ist Performance Verification. Also es soll verifiziert werden, dass die Anforderungen, die man gestellt hat, eigentlich auch tatsächlich erfüllt werden. PV, ganz kurz, PV. Nun zeig mal, was du eigentlich kannst. Wie kann Erosita das machen? Dafür gibt es einige Beobachtungsmodi. Und das ist hier veranschaulicht. Zunächst einmal sozusagen hierzu ein Größenvergleich. Hier sei mal der Mond. Ja, nur als das, und den werde ich noch öfter benutzen im Laufe des Vortrages, damit wir wissen, von der Größe eines Mondes hat jeder eine gewisse Vorstellung, wie groß der am Himmel ist. Es gibt Röntgenteleskope, die derzeit auch beobachten. Die sind von der ESA gestartet, XMM Newton, oder von der NASA, Chandra. Die haben Gesichtsfelder, ja, XMM Newton, etwa so groß wie der Mond. Gesichtsfeld heißt, das ist der Bereich, den man mit einer einzelnen Aufnahme sich tatsächlich anschauen kann. Und dann ist Chandra, das ist nur etwa halb so groß wie der Mond. Das heißt, man beobachtet eigentlich immer einen relativ kleinen Bereich des Himmels, wenn man sein Observatorium dahin ausrichtet. Erosita dagegen hat ein Gesichtsfeld von 62 Bogenminuten, das ist etwas mehr als 1 Grad, wem das was sagt. Und ansonsten einfach die geometrische Gegenüberstellung. Ja, man braucht 4 Aufnahmen mit XMM Newton, um eine mit Erosita zu haben.
Das ist extrem effizientes Beobachten, wenn man große Flächen am Himmel sich anschauen will. Und das wollen wir. Wir wollen ja die Inventur des Universums im Röntgenlicht machen. Dazu müssen wir ein großes Gesichtsfeld haben. Der eine Beobachtungsmodus, der benutzt wurde in dieser ersten Phase, in dieser Performance-Verification-Phase, das war der eines Rasterscans. Also dieses Gesichtsfeld schwenkt ein Stück weit über den Himmel, ein bisschen nach rechts versetzt und wieder nach unten, ein bisschen nach rechts versetzt und wieder nach oben. Und so kann man ein relativ großes Himmelsstück schon mit relativ wenig Belichtungszeit abtasten. Der eigentliche Beobachtungsmodus, der danach kommt, den erkläre ich Ihnen gleich noch. First Light. Ja, jetzt kommen einige Bilder aus der Phase des ersten Lichtes und Highlights aus der PV-Phase, aus der Performance Verification Phase. Wo schaut man eigentlich hin? Was möchte man als ein schönes Bild an die astronomische und an die Weltöffentlichkeit verkaufen? Da hat man sich seit einigen Jahren darauf geeinigt, wir schauen in die große Magellanische Wolke hinein. Da gibt's, das ist ja ein optisches Bild dieser großen Magellanischen Wolke. Die große Magellanische Wolke, unsere Nachbargalaxie, die man bloß im Auge als große Struktur am Himmel erkennen kann, ist eine sogenannte irreguläre Galaxie, die ja einen solchen Balken hat. Das ist also nicht so eine schöne Spirale oder nicht so eine Ellipse, wie man sie häufig am Himmel trifft, sondern irgendwie auch zerfasert. Darüber, in diesem Bild darüber, gibt es eine große Region mit vielen Nebeln. Das sind aktive Sternentstehungsregionen und da ist viel los. Ja, aktive Sternentstehungsregion heißt, Sterne entstehen, Sterne vergehen, sie explodieren. Und in diese Region hinein, dort wählt man seit 30 Jahren sozusagen die Region, wo man das erste Licht aufnimmt. Und das hat man gemacht zum Beispiel schon mit dem Satelliten XMM Newton, ja, gestartet 1999, jetzt also 20 Jahre im All. Das ist so eine kleine Region, dieser Ausschnitt, also ein kleiner Ausschnitt in diese Sternentstehungsregion hinein fotografiert. Wiederum nur zum Vergleich, der Mond, ja, etwa sozusagen die Fläche, die man mit dem Mond abtasten kann. Und jetzt der Vergleich dazu, was wir mit Erosita sehen. Das ist das offizielle First Light-Bild von Erosita. Der Eindruck, für uns zumindest, überwältigend. Nicht nur von der Schönheit, die man hier natürlich einstellen kann mit den Farben, und dazu sage ich gleich noch ein Wörtchen etwas später, sondern einfach ob der Detailfülle, die man in diesem Bild sieht. Wir sehen Nebel, wir sehen hier eine sehr, sehr helle Punktquelle. Das ist ein Überrest der Supernova, die im Jahr 1987 explodiert war und die man damals auch mit bloßem Auge am Himmel sehen konnte. Wir sehen ganz viele relativ schwache Punktquellen und wir sehen ansonsten ein sehr weit verteiltes nebliges Leuchten mit einigen besonders herausgehobenen Nebeln in dieser Richtung. Diese sozusagen hier sozusagen mit Labels versehene Version des gleichen Bildes zeigt, was wir alles so nebeneinander entdecken. Hier ist also die Supernova 1987a, hier ist die 30 Dorados Sternentstehungsregion, hier ist der Tarantelnebel, weitere Nebel N157b, Namen, die sich keiner merken kann und die nur den Fachastronomen irgendetwas sagen. Aber das sind Strukturen, die in der großen Magellanischen Wolke sind, genauso wie hier wie Röntgensterne, Röntgendoppelsterne, also diese Kannibalensterne, wo ein Stern den anderen sozusagen verknuspert, ja, diese hier mit den XBs. Und dann aber auch Objekte, die im Vordergrund sind. Ein Stern hier bei 150 Lichtjahren entfernt, ein Stern bei etwa 200 Lichtjahren, also der im Vordergrund zur großen Magellanischen Wolke sind. Und dann haben wir hier AGNs. Und die Zahl dahinter gibt für die Fachleute unter Ihnen, gibt die kosmologische Rotverschiebung an, also ein Maß für die Entfernung dieser Objekte. Das sind also Hintergrundobjekte, die durch die Magellanische Wolke hindurch scheinen und deren Licht so intensiv scheint, dass wir sie hier im Röntgenlicht auch entdecken können. Also große Begeisterung, des Detailreichtums dieser Beobachtung mit Erosita. Und hier sozusagen jetzt einfach der Vergleich. Oh, das ist jetzt hier in der Projektion, wird das aber, tut mir sehr leid, sehr schlecht. Das ist hier auf meinem Display nicht so schlimm. Da sieht es eigentlich richtig gut aus. Der Vergleich der Gesichtsfelder, ja, ist hier das Entscheidende.
Hier ist der Ausschnitt dessen, was Sie mit XMM Newton sehen können. Und Erosita zeigt eben einfach ein sehr großes Gesichtsfeld, abgeschattet. Man hat ein viel größeres Detailreichtum. Das war das First Light-Bild und jetzt einige weitere Bilder aus unserer sozusagen Performance-Verification-Phase. Erosita soll ja Galaxienhaufen suchen. Und so haben sich Kollegen unter der Förderführung von Kollegen von der Bonner Universität ein Feld ausgesucht, das bekannte Galaxienhaufen sucht. Und dieses Bild, ja, das ist hier, die Skala 20 Bogensekunden, lassen wir wieder mal den Mond mitspielen, dass man einfach weiß, wie groß ist das etwa am Himmel, was wir hier uns anschauen, ist ein Röntgenbild. Es sieht schon fast so aus wie etwas, was Sie aus Ihren mit optischen Teleskopen sehen können, weil hier so viele Objekte drauf sind. Jedes einzelne dieser Pünktchen könnte ein AGN sein oder es könnte ein nahegelegener Stern sein. Das erzählen die uns ja noch nicht. Der eigentliche Beweggrund, dieses Bild hier aufzunehmen, waren aber natürlich diese Nebel hier im Zentrum. Diese Nebel sind tatsächlich Galaxienhaufen. Aber wieso ist ein Galaxienhaufen im Röntgenlicht ein Nebel? Darauf möchte ich kurz nochmal eingehen. Dem einen oder anderen von Ihnen dürfte das vielleicht bekannt sein. Das ist ein Galaxienhaufen, wie er mit dem Hubble-Weltraumteleskop gesehen wird. Also wie unsere Augen es auch sehen können. Jedes einzelne dieser gelblich leuchtenden Pünktchen ist eine einzelne Galaxie. Der Raum zwischen diesen Galaxien ist aber nicht leer, sondern er ist erfüllt von heißem Gas. Wenn man sich die gleiche Region mit einem Röntgenteleskop anschaut, wie es hier gemacht ist, dann sieht man dieses heiße Gas und das ist sehr heiß. Dieses intergalaktische Gas kann Temperaturen von 100 Millionen Grad erreichen. Und damit wird es für ein Röntgenteleskop sichtbar. Und das ist die Methode, wie wir jetzt Galaxienhaufen am Röntgenhimmel suchen. Wir suchen Nebel. Und wenn wir dann mit einem optischen Teleskop nachschauen, dann werden wir finden, das ist sehr wohl erprobt, diese Methode, dass dort, wo dieser Röntgennebel ist, hier in Blau, dahinter mit einem optischen Teleskop auch tatsächlich die Galaxien stehen. Und mit dieser Volkszählung, wie viele dieser Röntgennebel gibt es eigentlich am Himmel und wie weit stehen sie entfernt, hofft man und gut begründet, die Frage nach der dunklen Energie, die hier noch gar nicht angesprochen wurde, irgendwann auch besser eingrenzen oder beantworten zu können. Das Interessante an diesem Bild war eben nicht nur, dass man hier drei solcher Röntgennebel gefunden hatte, sondern dass es zwischen diesen Galaxienhaufen, von denen man zunächst annehmen konnte, dass sie nichts miteinander zu tun haben, tatsächlich aber auch noch eine Materiebrücke gibt, die man hier im Röntgenlicht einfach wunderbar erkennen konnte. Und das ist so eine lange gehegte Vermutung, dass zwischen großen Strukturen und Galaxienhaufen sind sehr große Strukturen, tatsächlich auch solche filamentartigen Strukturen vorhanden sein sollten. Und mit einem Instrument wie Erosita kann man das sichtbar machen. Ein zweites Beispiel aus dieser PV-Phase. Ein besonders aktiver Galaxienkern. Das Ziel dieser Beobachtung mit Erosita in der PV-Phase war dieses Objekt mit dieser Telefonnummer 1H0707-495. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie sich die Helligkeit dieses Objektes ändert im Laufe der Zeit, ergibt sich folgendes Bild. Ja, aufgetragen ist hier die Helligkeit im Röntgenlicht in Abhängigkeit von der Zeit und das sind, die Einheiten sind hier Sekunden. Das heißt, von einem Teilstrich bis zum nächsten vergehen 10.000 Sekunden rund 3 Stunden. Wo kommt die Röntgenstrahlung her? Sie kommt aus dem Kern einer Galaxie. Sie hat einige Millionen mal die Energie unserer eigenen Sonne. Und sie variiert auf einer Zeitskala von wenigen 100 Sekunden um das Doppelte. Das ist enorm. Und die Frage ist, was ist hier los? Ist es tatsächlich die Quelle, die hier so stark variieren kann? Das wäre allerdings sozusagen für unser Verständnis dieser Objekte eine Herausforderung. Die Interpretation, auf die sich die Kollegen, die das wissenschaftlich untersucht haben, hier geeinigt haben, ist wohl eher die, dass die Quelle wohl in erster Näherung wohl gleich ist, aber dass sich hier eine Wolke vor diesen Kern schiebt, der ist ja sehr klein, der effektiv die Röntgenstrahlung, die vom Kern kommt, abschatten kann, sodass es zu diesen sehr starken Helligkeitsschwankungen kommen kann.
Ein weiteres Beispiel aus der PV-Phase. Ich hatte Ihnen erzählt, welche Beobachtungsmodi Erosita machen kann. Entweder gerichtet oder so ein Rasterscan. Und hier wurde ein solcher Rasterscan durchgeführt. Was Sie sehen, ist jetzt einfach nur noch, ja, das ist eine Fläche von 140 Quadratgrad. 140 Quadratgrad, wie ist das? Unser Mond, hier ist die Skala von 2 Grad, unser Mond ist jetzt nur noch so klein. Ja, habe ich hier vergessen, noch aufzuzeichnen. Ja, er ist also nur winzig klein. Das heißt, wir machen jetzt wirklich den größeren Blick am Himmel und unser Himmel wächst zu mit Röntgenobjekten. Hier wurde so lange belichtet, wie man es erwartet, am Ende der Mission von Erosita getan zu haben, dann aber am gesamten Himmel. Ja, das ist hier mal so eine Vorausschau auf ein relativ kleines, überschaubaren Bereich am Himmel, um zu sehen, was wird denn die Ernte sein in 4 Jahren? Und was wird sie sein? Ja, wir finden Galaxienhaufen, diese Röntgennebel, die man hier, weil sie so klein sind, mittlerweile in dem Maßstab gar nicht mehr als Nebel erkennen kann. Das macht die Software, die findet diese Nebel raus. Es sind auf diesem Feld 400 Galaxienhaufen, mehr als 400 Galaxienhaufen als Röntgennebel entdeckt. Und wir haben alles, was hier so weißlich ist, das sind Punktquellen. Punktquellen heißt einfach, es ist eben kein Nebel, es ist nicht aufgelöst. Es ist ein Punkt am Himmel. Wir würden sagen, wenn wir den Nachthimmel uns anschauen, ein Stern. Es ist ein Punkt. Wir wissen nicht, was es ist. Mehr als 25.000 solcher Objekte auf dieser Fläche, die immer noch recht klein ist am Himmel. Wahrscheinlich sind 85% davon diese supermassereichen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien und die anderen 15% sowas wie sonnenähnliche Sterne. Und wir können jetzt die Hochrechnung machen. Es werden etwa 3 Millionen solcher AGNs gefunden werden, 100.000 Galaxienhaufen, 700.000 Sterne am gesamten Himmel und 10.000 kompakte Objekte, Exoten. Davon will ich Ihnen nur einen vorstellen, denn den hatten wir uns ausgedacht für diese PV-Phase. Das war ein Neutronenstern. Was ist ein Neutronenstern? Ein extremes Objekt. Ein Neutronenstern hat so viel Masse wie unsere Sonne, aber vielleicht nur einen Durchmesser von 20 Kilometern. Das ist extrem in vielen Beziehungen. Diese Sternreste können extrem schnell rotieren. Das kann man hörbar machen und das habe ich Ihnen mal hier mitgebracht. Was Sie jetzt hier gehört haben, das war tatsächlich die Umdrehung dieses Sterns. 3-mal in der Sekunde dreht sich der Stern um die eigene Achse. Nicht nur, dass er sich so schnell drehen kann, auch seine Anziehungskraft an der Oberfläche ist enorm stark und die Oberflächentemperatur ist enorm hoch. Und das führt dazu, dass dieses Objekt, wenn man es mit einem Röntgenteleskop anschaut und es eben relativ nahe steht, hier sozusagen alle anderen Objekte überstrahlt. Das ist unsere Beobachtung, die wir mit Erosita gemacht haben. Und warum haben wir uns diesen gerade ausgesucht? Nun, es gab die Vermutung, dass, wenn man das Röntgenlicht in die Röntgenspektralfarben zerlegt, dass dort ein Merkmal drin sein sollte. Und das wäre absolut neu. Und jetzt ist sozusagen wieder die Folie für die Experten. Ja, wir haben ja das Spektrum aufgezogen im Röntgenlicht. Und wir sehen, wenn wir das vergleichen mit einem Modell, das ist die durchgezogene Kurve und das ganze Gezackel darüber sind die Beobachtungsdaten, dann sehen wir, dass es hier tatsächlich bei 0,5 in diesen Einheiten Kiloelektronenvolt tatsächlich eine Beule gibt, die unser Modell nicht beinhaltet. Sich darüber den Kopf zu zerbrechen, was das eigentlich ist, das müssen unsere Theoretiker. Mit Erosita war aber zumindest war es möglich, überhaupt dieses Merkmal eindeutig festzustellen. Aber all das sollte erstmal nur zeigen, was Erosita eigentlich kann. Es macht jetzt aber eine Durchmusterung des gesamten Himmels. Und das ist hier auf diesem Filmchen einfach mal hübsch, wie ich hoffe. Ja, es ist einfach hübsch dargestellt. Wir sind hier an diesem ominösen Punkt L2. Hier ist die Sonne, das sind 150 Millionen Kilometer. Erosita kreist nun um die eigene Achse, kreist und reist mit der Erde um die Sonne. Und Sie sehen, das ist alles enormer Zeitraffer. Sie sehen den Mond hier, ja, der rotiert hier um die Erde wie ein Propeller. Das ist das Instrument von oben gesehen.
Ja, und hier sieht immer so aus auf diesen Animationen, als ob wir was ausstrahlen würden. Aber nein, wir sammeln natürlich das, was entlang dieses Strahls ankommt. Und während wir sozusagen in 4 Stunden einmal um die eigene Achse drehen und mit der Erde um die Sonne kreisen, tasten wir systematisch den gesamten Himmel im Röntgenlicht ab und erstellen damit eine Gesamtkarte des Weltalls im Röntgenlicht. Ja, Erosita durchmustert alle 6 Monate den gesamten Himmel. Wir schauen ja sozusagen, wenn Erosita um die eigene Achse sich dreht, schauen wir mal nach vorne und schauen wir mal nach hinten. Deswegen brauchen wir nur ein halbes Jahr, um einmal den gesamten Himmel abgetastet zu haben. Und das machen wir jetzt 4 Jahre lang. Das heißt, es wird 8 unabhängig voneinander stattfindende Durchmusterungen des Gesamthimmels geben, die natürlich dann auch übereinander gelegt werden. Nach einem halben Jahr ist nun dieses Bild entstanden. Es ist die erste Durchmusterung des Himmels mit Erosita. Und jetzt wäre es an der Stelle mal zu fragen, wo kommt eigentlich die Farbe hierher? Farbe ist ja etwas, was unserem visuellen Empfinden entspricht. Blau ist sozusagen kurzwelliges Licht, rot ist langwelliges Licht. Im Röntgenlicht gibt es natürlich keine Farben, aber man macht genau diese Analogie. Energiereichere Röntgenstrahlung wird hier blau dargestellt, energieärmere Röntgenstrahlung wird hier rot dargestellt. Und wir sehen einen unheimlichen Detailreichtum dieser ersten Gesamtkarte des Himmels, die mit Erosita im Röntgenlicht dargestellt wurde. Entlang der galaktischen Ebene sehen wir, dass scheinbar besonders oder dass besonders energiereiche Röntgenstrahlung ankommt, hier in Blau. Und das liegt einfach daran, dass der ganze Staub, der dort ist und das Gas, das energiearme Licht bevorzugt verschluckt. Und deswegen bleibt nur das energiereiche Licht übrig, das sozusagen bedarf besonders viel Energie, um durch diesen Staub sozusagen hindurchzukommen und als Röntgenlicht sichtbar zu werden. Wir sehen hier im Zentrum die allererste Röntgenquelle, die man überhaupt entdeckt hatte, die dazu führte, dass man überhaupt Röntgenastronomie betreibt. Wir sehen hier einen großen Supernova-Überrest, wir gehen gleich darauf nochmal ein. Und wir sehen hier die große Magellansche Wolke. Wir sehen hier große Strukturen, den sogenannten Nordpolarsporn und eine südliche Erweiterung. Das hängt wahrscheinlich mit großskaligen Ausflüssen aus dem Zentrum unserer Milchstraße zusammen. Und hier haben wir jetzt eben auch eine solche mit Labels versehene Version. Wir sehen Galaxienhaufen, ja, einfach, die kann man sozusagen jetzt wie Birnen vom Baum pflücken, ja, von diesem Bild des Röntgenhimmels mit Erosita. Wir sehen solche Röntgendoppelsterne. Wir sehen hier den Perseus-Galaxienhaufen. Cassiopeia A ist ein Supernova-Überrest. Wir sehen hier große Bubbles, ja, woher immer die kommen. Wir sehen die große Magellansche Wolke, den Fornax-Galaxienhaufen, den Vela-Supernova-Überrest, den Orion-Nebel, einfach in diesem Bild. Und jetzt möchte ich auf 3 Dinge hier kurz besonders eingehen, nämlich den Vela-Supernova-Überrest, die große Magellansche Wolke und hier ein Staubstreuecho. Zunächst mal einfach zum Vela-Supernova-Überrest. Den hat man jetzt, hier ist wieder die Skala, der Mond fehlt wieder 2 Grad, der Mond ist etwa so klein. Und das bekommen Sie jetzt dadurch, dass Sie den Himmel abtasten, kriegen Sie einfach großformatige Bilder und Sie sehen große Strukturen am Himmel, so wie diesen Vela-Supernova-Überrest. Das ist der Rest einer Sternexplosion, die vor etwa 10.000 Jahren geschah. Im Zentrum ist der Vela-Pulsar, das ist ein Objekt wie dieser Neutronenstern, den wir uns angeschaut haben, den man hier wunderbar sehen kann. Und dann haben Sie diese blumenkohlartige Struktur, das sind sozusagen die Reste der Explosionswolke, die sich in das interstellare Medium fortpflanzen. Es gibt da daneben an noch einen weiteren Supernova-Überrest, Puppis A, und dann Vela Junior, wahrscheinlich 3 Supernova-Überreste übereinander. Das ist nicht so weiter verwunderlich, weil Supernova-Überreste sind ja junge Strukturen, die müssen in einer Sternentstehungsregion entstehen. Und Sterne entstehen immer in Massen oder immer in Rudeln und deswegen explodieren sie auch relativ zeitlich in Bezug zueinander. Das Besondere bei dieser Abtastbewegung, die Erosita durchführt, ist ja, dass es eine natürliche Überschneidung dieser Abtastungen gibt. Ja, selbst wenn Sie so tasten und wenn Sie so tasten, dann haben Sie oben und unten, kommen Sie immer über die gleiche Stelle des Himmels. Und das ist hier
mal animiert, ja, wie das sich so im Laufe der Zeit verschiebt. Das ist der sogenannte südliche ekliptikale Pol, ja, da wo sich einfach diese verschiedenen Scanstreifen schneiden. Und da kriegen Sie zwangsläufig oder natürlicherweise, netterweise, eine tiefe Aufnahme des Röntgenhimmels. Schönerweise ist in der Nähe des südlichen ekliptikalen Pols die große Magellansche Wolke, sodass wir jetzt erstmals eine großformatige Bestandsaufnahme der Röntgenemissionen aus der großen Magellanschen Wolke und dann auch der kleinen Magellanschen Wolke betreiben können. Wiederum, der Maßstab, ja, der Mond fehlt hier wieder 3 Grad, der Mond ist etwa so klein. Eine riesengroße Weitwinkelaufnahme und wiederum eine Version des Bildes mit Erklärungen. Da klein, mittendrin, das war First Light für Erosita. Jetzt haben Sie das gesamte Bild und was Sie entdecken, sind halt Supernova-Überreste, Nebel, ja, hier ganz stark ausgeprägte Fronten von den Nebeln zu dem Nicht-Nebelgebiet. Sie sehen hier Galaxien oder Galaxienhaufen im Hintergrund. Sie sehen Röntgendoppelsterne in der Magellanschen Wolke, sehen Vordergrundsterne. Ein riesiges Betätigungsfeld für Leute, die sich mit Röntgenemissionen aus einer nahen Nachbargalaxie betreiben. Durchmusterung heißt immer, sagt man so, erwarte das Unerwartete. Ja, aber wenn es dann passiert, ist man dann doch überrascht. Wenn Sie genau hinschauen, dann entdecken Sie hier Struktur. Ja, hier sind so einige hellere Punktquellen. Das ist meinem Kollegen Georg Lahmer aufgefallen, als er einfach mal die neuen Daten von der vergangenen Nacht oder von der vergangenen Woche sich anschaute. Was ist denn das hier? Hier ist ein Ring. Was kann denn das sein? Nach etwas Gymnastik der Daten sah das dann so aus. Wiederum hier als Maßstab der Mond reinmontiert. Hier ist tatsächlich ein Röntgenring am Himmel. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir auch im Zentrum des Ringes eine helle blaue Quelle. Was ist passiert? Diese helle blaue Quelle, die konnte man in Katalogen nachschauen. Da wissen wir, was da passiert ist. Nämlich etwa ein Jahr zuvor ist ist plötzlich ein heller Ausbruch eines Röntgenobjektes am Himmel passiert, der durch so eine Überwachungskamera, eine allgemeine Himmelsüberwachungskamera, registriert wurde. Das passierte am 8. Februar 2019 und dann machte diese hier noch so einen Nachbrenner, diese Quelle. Das ist wohl ein schwarzes Loch, das Materie verspeist von einem Nachbarstern und irgendwann wird diese Situation instabil und dann gibt es dieses transiente, also vorübergehende Ereignis, wo das enorm hell wird, sodass die Detektoren da gleich überbelichtet wurden. Erosita hat diese Stelle des Himmels zufällig ein Jahr später durchmustert, ja, und sich angeschaut. Und da war dieser Ring zu sehen. Was ist hier nun eigentlich passiert? Das ist hier in dieser Skizze dargestellt. Hier ist dieser Schwarzloch-Transient. Der hat irgendwann mal diesen Lichtblitz ausgesandt. Und der wurde natürlich von dem Maxi-Observatorium auf direktem Wege registriert. Hier ist das Auge, das ist das Erosita oder das ist das Maxi-Observatorium. Und dann gibt es offensichtlich eine Struktur zwischen uns und diesem Schwarzloch-Transienten, die eine Streuung macht. Und da gibt es ein Lichtecho. Und dieses Lichtecho geht natürlich über einen längeren Weg. Und wenn wir den direkten Weg sehen, ja, dann ist der Blitz sozusagen natürlich an uns schon vorbeigerauscht. Ja, erst war der Blitz da und dann dieses Echo, das kam natürlich entsprechend später, etwa ein Jahr. Und wir sind jetzt gerade dabei zu untersuchen, wie diese Geometrie genau zu untersuchen. Das Schöne daran ist, wir können in Daten des Gaia-Satelliten diese Staubstreuer genau lokalisieren. Der ist in etwa 6.500 Lichtjahren Entfernung. Und daraus können wir genau ableiten, wie weit wohl, ja, durch einfache elementare Geometrie, Schulgeometrie, wie weit eigentlich dieser Schwarzloch-Transient entfernt ist. Die Fachleute begeistert das, weil ansonsten Entfernungsmessungen über solch große Entfernungen von solchen kurzzeitigen Ereignissen extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich sind. Und so ist hier uns durch Zufall wirklich ein sehr netter Fang gelungen. Mittlerweile hat Erosita ein zweites Mal über diese Stelle des Himmels geschaut. Wir sind nämlich in der zweiten Durchmusterung dabei.
Und wenn Sie jetzt genau hinschauen, dann sehen Sie, ja, das ist 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und Sie sehen, ja, der Ring ist größer geworden, muss er ja auch, ja, weil der sozusagen dieser Zeitverzug jetzt mittlerweile größer geworden ist. Wir rutschen also in dieser Staubstreuschicht weiter nach oben, aber die muss ja nicht unendlich lang und unendlich groß sein. Ja, sozusagen, wir sehen, das ist jetzt schon kein vollständiger Ring mehr, sondern es ist nur noch ein Teil eines Ringes. Offensichtlich ist dort diese Staubstreuschicht auch irgendwie begrenzt. Was Sie aber auch noch sehen, wenn Sie hinschauen, schauen Sie sich das an. Hier ist ein helles Objekt, das ist in 1, 1, 1. In 1 war es nicht da und in 2 ist es sehr hell. Hier ist ein zweites solches Objekt. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie viele. Das sieht aus wie zu Weihnachten, ja, wenn die Weihnachtsdekoration hier flimmert. Viele Objekte sind eben sehr stark zeitlich variabel. Manche so stark, dass sie wirklich total an und total aus ist. Und das ist eine völlig neue Dimension, die wir uns jetzt mit Erosita erschließen können. Neben dieser ganzen sozusagen Volkszählung am Himmel, wir haben verschiedene Zeitskalen. Sozusagen das Überstreichen eines einzelnen Flecks am Himmel dauert etwa 40 Sekunden. Wenn die Quelle daran sich schon ändert, sehen wir das, wenn sie denn hell genug ist. Dann haben wir die Zeitskala von Abtastung zu Abtastung, ja, von einer Umdrehung zur nächsten, sind 40 Minuten, 4 Stunden. Und dann haben wir natürlich die Zeitdimension von einer Durchmusterung zur nächsten. Das sind 6 Monate und dann wieder 6 Monate und noch wieder 6 Monate. Wir machen hier also sozusagen zeitveränderliche Astronomie vom Feinsten, ja, und entdecken damit das dynamische Universum. Was hier aufgetragen ist, nur 2 Beispiele. Das ist die Röntgenhelligkeit irgendeines Objektes, von dem wir einfach nicht wissen, was es ist. Und das war immer 0, 0, 0. Ja, der Zeitabstand sind hier 4 Stunden. Das sind diese einzelnen Abtastungen. Und dann plötzlich hier oben 90 Ereignisse in der Sekunde registriert. 4 Stunden später, als wir wieder über diese Stelle gehen, nichts. Wir wissen nicht, was das ist, aber es ist ein riesiges Entdeckungspotenzial. Hier wussten wir, was das ist. Das ist das Nachbrennen, sozusagen der Afterglow, das Nachglühen eines sogenannten Gamma-Ray-Bursts, eines Ausbruches, der nur im Gammastrahlenbereich registriert wurde. Und wiederum geht es hier sozusagen im 4-Stunden-Abstand. Und Sie sehen, wie dieses, wie das Verglühen dieses dieses Gamma-Ray-Burst sozusagen in situ mit beobachtet werden kann. Hier ist das alte Bild des Röntgenhimmels. Das sah schon ganz gut aus. Das ist jetzt etwa 20 Jahre alt. Ja, das ist auch am MPE produziert worden im Jahr 1998. Und das ist das neue Bild des Röntgenhimmels mit Erosita. Ein enormer Zuwachs an Detailreichtum. Das alte Bild hatte etwa 100.000 Quellen. Wir haben jetzt schon über 1 Million Röntgenquellen am gesamten Himmel. Und wenn wir 4 Jahre den Himmel durchmustert haben, werden wir etwa 4 Millionen Quellen am Himmel haben und 100.000 Galaxienhaufen. Gut und schön. Aber ich redete ja irgendwie davon, welches ist ein Erosita und die Jagd nach der dunklen Energie. Davon habe ich noch überhaupt nichts erzählt. Und das ist auch nicht so einfach zu beantworten. Und das geht nicht so schnell. Da muss man um Geduld bitten. Warum? Ich hatte Ihnen dieses Bild gezeigt über das, was wir erwarten an jeder Stelle des Himmels. Und was wir hier zunächst nur sehen, sind Punkte am Himmel. Dieser Punkt am Himmel, der hier, der erzählt uns nicht sofort, ja, ich bin ein Stern in 150 Lichtjahren Entfernung. Oder ich bin ein Kern einer aktiven Galaxie beim halben Weltalter. Das müssen wir erst herausfinden. Und das ist mühsam. Was wir brauchen, ist von jedem dieser Objekte, das wir als Röntgenobjekt entdecken, wir brauchen ein Spektrum im optischen Spektralbereich. Dann, das ist hier einfach mal zusammengefasst, dann können wir sofort sagen, was das eigentlich ist. Spektren, das Licht in die Spektralfarben zerlegt, sind die Fingerabdrücke von Objekten. Und ohne auf irgendein Detail hier einzugehen, Sie sehen sofort, das sieht ganz anders aus als das und das sieht ganz anders aus als das und das und das. Ja, das sind hier entdecken wir Galaxienhaufen, das sind Kerne aktiver Galaxien, das sind solche Röntgendoppelsterne und das ist so ein ganz normaler koronal aktiver Stern, so wie unsere Sonne ist. Haben Sie ein Spektrum,
wissen Sie sofort alles. Aber wie kommen wir an Spektren von Millionen von Objekten? Das ist die nächste Challenge. Da bereiten wir uns derzeit drauf vor. Hier ist das Teleskop Vista auf der Europäischen Südsternwarte. Das wird derzeit in wenigen Jahren umgerüstet. Und das ist sozusagen, so sieht der Ingenieur das. Und dann wird hier dieses Teleskop und dann wird hier eine Maschine installiert, die auf jedes dieser Erosita gefundenen Quellen eine Faser orientieren wird. Diese Faser nimmt das Licht, leitet es zu großen Spektrographen, die hier mit dem Teleskop mitreiten und zerlegt das Licht in die Spektralfarben und dann bekommen wir diese Spektren. Wann haben wir das alles? Naja, die Erosita-Durchmusterung geht noch 3,5 Jahre. Dann haben wir den endgültigen Katalog. Dann kann eigentlich erst so richtig diese Nachbeobachtung beginnen. Und das Programm dafür ist auf 5 Jahre ausgelegt. Dann wird die Frage nach der dunklen Energie besser beantwortet werden können, als sie heute beantwortet werden kann. Und bis dahin gilt, erwarte das Unerwartete. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.